Hallo und herzlich willkommen zurück zur Splatoon 2 Global. Oh, ist das schwer, Global Testfire. Splatoon 2 World Premiere. Mit mir, OmniJashiTen. Und ihr seht richtig, ich habe noch einen Sniper, weil ich habe vergessen, den Sniper zu wechseln. Naja, dann spielen wir nochmal eine Runde Sniper. Und danach geht's los mit den Roller. Oh yeah. Und diesmal auch hier neue Farben am Start. Nee, gar nicht mal, wir sind grün. Neue Farbe am Start. Aber nee, wieder mal heißt es Team Eis, den Team Eis. Die Kuchen, die haben sich wirklich sehr rar gesät hier in diesem Match. Aber so ist das nun mal, ne? Hier, die Splatoon-Typ hier, der ist auch ganz schön gut drauf. Da ist er irgendwo weg. Da ist der Typ hin. Geh weg. Natürlich jetzt Sniper. Oh, hab ich ihn getroffen. Sehr schön. Das war richtig gut. So, ich mach mal irgendwo hin dann, ne? Die Special-Waffe finde ich nicht gut. Die braucht viel zu lange, bis ich mal nach links oder rechts komme. Naja. Also ist das halt. So, hier. Komm daher da. Weg da. Ah, jetzt ist er da. Ja, schade. War zu nah dran gewesen. Und wir sind im Fahrmodus. Oh oh. Ich war irgendwie aus Maul heute. Ellie mal. Muss man ja auch mal sagen. So, weg da. Bleiben Sie weg, doch. Okay. Sehr gut. Oh, ich bin da. Ich werde gerade eingekesselt hier. Vielleicht kann ich mir ein bisschen zu denen mal vorkämpfen. So, genau. Ach, jetzt wurde ich leider. Ja, ich wurde ganz weg leider gejagt. Da kam ich leider nicht weit. Ja, also hier kommen gerade wirklich nicht gut vorwärts, mein Team und ich hier. Wir werden gerade wirklich gut von den Leuten hier eingekesselt. So weit, den kriege ich nicht mal getroffen. Den auch schon wieder nicht. Ach komm, da werdet ihr nicht getroffen habt, jetzt den. Aber das habe ich wieder keinen Tinte mehr. Nein. Nein. Und tot. Ach, ärgerlich. Okay, das ist also erledigt. Aha. Na komm, ne, da komme ich mal hin. Das haben die jetzt hier alles ganz gut eingefädelt. Ich könnte hier noch links fahren vorbei. Aber jetzt sind gerade viele Leute von denen gestorben. Da könnte mal eine Menge möglich sein. Irgendwo habe ich da was getroffen da hinten. Irgendwo am Arsch der Welt mal. Da auch schon wieder irgendwo was mal getroffen. Da wieder getroffen. Sehr gut. Aber wir haben wirklich zu viel verloren. Da kommt noch mal einer hoch. Kann da jemand hochkommen? Ja, der kann hochkommen, der Typ. Ah, erledigt von der Bombe. Aber auch ich erledigt von dem anderen da. Schade. Das war der Bombe ein guter Move gewesen. Da ist ein Seun. Ja, da ist ihm ja viel gemacht zu gewesen. Schade. Ende. Tja. Bam. Zum ersten Mal verloren. Aber das kommt auch vor. Muss auch mal vorkommen, ne? Ich frage mich auch, wie man die Switch ändert. Das kann ich auch nicht ändern. Keine Ahnung, wie man die Gesichter ändert. Egal, kriegen wir immer noch hin. So, jetzt muss ich kurz mal meine Waffe wechseln. Ich mag ja eh keinen Sniper. Sondern wir nehmen jetzt mal eine Waffe, die ich ein bisschen besser beherrsche als den Sniper. Und das ist der Roller. Aber auch noch ein bisschen mehr. So, Splatfan Solo, gerne her damit. So, ich habe jetzt einen Ice Power, nämlich von 1809,4. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber okay. irgendwann wird das schon bedeuten. So, Team Eis ist bereit. Jetzt warten wir noch auf die Gegner. Und in der Zwischenzeit schauen wir mal so los, was so für Twitter losgeht. Rund um Splatoon 2. Was die Leute so sagen. Ach ja. Und wir warten.
Und wir warten, dass jemand kommt. Oh yeah. Es gibt... wir warten, dass der Kuchen kommt oder das Eis. Ich bin am besten mehr für... ja, hier Dings, ne, ihr wisst schon, meine. Kuchen natürlich, ne? Wir wollen natürlich gegen dicken Kuchen kämpfen, ne? So muss das ja, ne? Schön dicker Kuchen. So, aber es ist wieder Eis geworden. Schade. Naja, dann halt Eis. Auch gut. Perlmutt Akademie. Revierkampf. Verbemerkungs viel ein. Oh yeah. Ice Power 1087, 1097. Und los geht's. Jetzt wird gerollert. Oh yeah. Damit kann man richtig schön viel einfärben hier. Ich habe jetzt ja noch gar nicht drauf geachtet, wie viel ich derzeit einfärbe. Muss ich auch mal drauf achten. Normalerweise ist es ja so Standard, wenn man gute 1000 schafft. Mal gucken, ob wir das wieder hinkriegen. Komm, geh weg. Geh weg da. So, ich muss erstmal hier wieder mit meiner Tinte schwimmen. Bisschen Tinte aufladen. So, man kann jetzt auch hier so einen schönen Seitwärts, eine Rolle machen. So verschießt man die Tinte viel weiter nach vorne. Natürlich auch mit einem kleineren Radius dann, logischerweise. Aber auf jeden Fall ist so der Roller ein bisschen attraktiver, muss man sagen. Eins noch ein Vorteil, wo man nur so mit der länglichen Seite nach vorne schießen konnte, ist er nun ein wenig flexibler geworden, der Roller. Was ich gut finde. Was haben wir noch als Special? Ach, hier einmal so ein Curling-Stein, auch gut. Oh, der ist aber schnell kaputt gegangen. So, wieder wenig Tinte hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ah, Feuer ist mal gekriegt. Mano! Was ist denn hier noch so los? Hier ist noch ein Fahrrad. Auch noch nicht richtig eingefärbt hier alles. Müssen wir mal machen hier, ne? Einer muss ja mal hier färben. Sollen wir wieder ein bisschen rein. Guck mal, kann ich irgendwie unter die Map gucken? Kann ich mal gucken? Ah, ein bisschen. Geht ein bisschen. So, komm, weg da. Ah, nein, 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 nein. Na, hab ich auch noch gekriegt. Immerhin. Den Splatman. So, zack. So, hier. Autsch. Splatman, erledigt. Oh nein. Also doch schön, dass ihr erledigt habt. Freue mich drauf. So, eine Minute noch. Na, 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 na. Bop, 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 bop. Okay. Weg damit. Sehr gut. Sehr schön da getroffen. Oh, hier ist noch jemand. Gehen Sie weg hier. Ach, getroffen. Sehr gut. Ja, der Roller ist auf jeden Fall ein bisschen mehr flexibler als so ein Oller Sniper. So viel steht halt schon mal fest, ne? Und ich kann auch sowas hier machen. Hat mir jetzt aber an der Stelle gar nichts gebracht. Ich dachte, es wäre was anderes gewesen an Special Moves. Aber okay, da ist es halt so, ne? So, hier einmal rum um die Kurven. Um die Quusen. Einmal hier hoch. Was ist denn hier so los? Nicht viel. So, da ist noch einer. Ha, oh, da war ja ein Zweierkill gemacht. Nicht ich, aber jemand anderes. Aber trotzdem sehr, sehr gut hier. An dieser Stelle von meinem Team gespielt. Und gewonnen haben wir. Yes. Ich weiß immer noch, wie man es umstellt. Ich will wissen, welche Taste das ist. Es gibt eine Taste, wie man es umstellen kann. Ich weiß nicht, welche. Naja. Egal. So, neuen Kampf natürlich. Mit dem Roller muss er gut ein auf die Mütze geben hier. Okay, eine Ice Power ist wohl irgendwas Kalkuliertes aus irgendwie allen Spielern, würde ich mal behaupten. Irgendwie so, wer der Beste irgendwie ist oder so. Will ich jetzt mal behaupten, keine Ahnung. Aber wir haben halt einen aktuellen Rekord, also unseren persönlichen Rekord.
Ja, warum nicht, ne? Ich finde es ein bisschen komisch, dass das ist dieses grüne Plastikzeug, was ja um dieses Ding darüber ist, dass das über die Textur von den Super Eisfan geht. Wieso hat man es nicht ein bisschen mittiger platziert? Das verstehe ich nicht ganz, aber okay. Ey, Fabio, hast du mich unterbrochen? Yes! Das muss auch einmal pro Part muss das sein. So, Solo. Los geht's. Oh, wir können auch Rundgang bei den Arenen machen. Ich könnte auch einen Rundgang bei den Arenen machen, aber möchte ich das? Möchte ich euch zeigen, was in den Arenen so los ist? Doch im letzten Part. Wir machen im letzten Part, schauen wir uns noch die Arenen an. Weil das Interessante ist ja bei den Splatfests, es gibt ja einmal 4 Arenen. Wir machen ja gleich ab, werdet ihr dann in dem recorded Stream sehen, wenn ihr euch das anschauen wollt. Ich werde den Stream archivieren lassen. Wenn ihr da nochmal gucken wollt, wie ich mich da so geschlagen habe mit den anderen Leuten, könnt ihr da wieder mal vorbeischauen, ne? Dann werde ich mir, glaube ich, gleich mal die Maps noch im letzten Part anschauen, weil da hätte ich echt mal Bock drauf, wie die so aussehen. So, Revierkampf. Die Sägerockbühne. Und los geht's. Da steht immer mal Zackstand da gerade, auch schön. Was steht da? Ne, ist ja alles Splatoon-Schrift. Ah, schade, kann man nicht lesen. Beziehungsweise nicht Splatoon-Schrift, sondern deren Sprache, ne? Geh weg da! Na, bin ich voll in den Mangel genommen von 2 Leuten, ja. Einmal hier von Kenyo und einmal den anderen Typen da. Auch hier wieder schön den Start machen. Ich habe wenig auf meine Punktzahlen geachtet. Wie viele Punkte mache ich überhaupt pro Match? Mann, ey. Muss ich doch mal drauf achten. Das machen wir hier alles schön. So, kein Tinte mehr, kein Problem. So. Hier auch ein bisschen, da geht nichts. Okay. Geht hier was drauf? Hier geht's auch nichts drauf. Okay. Nicht umfallen? Oh, noch nicht runterfallen. Also das sieht echt schön aus, muss man sagen, hier in dem Spiel. Das sieht echt schön aus. So, okay. Was zeigen eigentlich die Pfeile da an? Guck mal, die zeigen ja irgendwo in die Pfeile, ne? Weg damit. Haben wir jetzt einen Gegner angezeigt, auch für was sind die Pfeile da? Ich weiß es doch nicht. Erstmal jetzt hier schön alles machen. Dann tun wir mal da noch einen Curlingstein hin. Hat der noch was zu tun? Genau, sehr schön. Okay, jetzt haben wir einmal den Stampfer-Move wieder drauf. Sehr schön. Ach, schade, ich habe ihn schon kaputt gemacht. Ach, Manno. Ich wollte noch mal einen mitgeben. So, einmal hier kurz runter. Der ist irgendwie weg, der Typ. Okay. Von mir aus soll er weg sein. Stört mich nicht. So, die Punkte gehen schön weit nach oben. So, einmal hier, okay. Ne, ich glaube 1000 Punkte werden es hier nicht auf dieser Map, was ich hier einfärben werde. Da ist es dann die Map entweder zu klein oder ich mache zu wenig. Weg, weg, weg. Den habe ich. Hier war noch einer. War hier noch einer hier gewesen? Nein, dem nicht. Weg da. Machen wir mal hier so, zack. Bringt das was auch von unten? Ne, das muss auf einer Ebene sein. Okay, alles klar. Ah, da war jemand, ne? Ne, da ist keiner drin. Hier links ist einer. Ne, der ist oben, der Sniper, okay. Der Sniper ist oben. Oh, einmal hier kurz reingehen. Sehr schön. Einmal alles hier schon machen. Aber ne, 1000 Punkte werden es hier nicht auf dieser Map. Ah, verdammt, falsche Richtung. Werde ich mich einmal drehen müssen. Oh yeah. Und damit würde ich sagen, Leute, auch wenn die kurze Folge jetzt ein bisschen kürzer war, aber das reicht. Und damit sehen wir uns beim letzten Part von dem Splatoon 2 Global. Mein Gott, das schon Global Test Fair. Splatoon 2 World Premiere wieder. Wo wir uns auch zum Ende hin nochmal die Maps anschauen im Detail. Da würde ich mich schon sehr drauf freuen. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder mit Splatoon 2 World Premiere. Und bis dahin, sei schau, euer Ninja Shitendo. Ciao.